Moin Moin Freunde der römischen Tanzkunst, mal wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Jo, wir machen weiter mit den US Army Gruppenrationen. Wir sind jetzt mittlerweile bei Teil 11 angelangt. Ja, ist schon eigentlich Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt, dass es schon zweistellig mittlerweile ist. Mal gucken, was ich alles euch noch vorstelle. Ja, dreistellig wird es wahrscheinlich nicht werden. So, ja, ich hatte die letzten Male meistens ein Café zu Beginn vorgestellt. Ich hätte auch noch ein, zwei verschiedene da, die ich euch nicht gezeigt habe. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wir haben heute 35 Grad hier draußen. Da habe ich jetzt keinen Bock, jetzt mir einen warmen Kaffee zu machen. Nee, wir fangen mal was Kühlem heute an. Ja, ich habe hier ein Getränkepulver nochmal rausgesucht, was ich euch nicht vorgestellt habe. Und zwar haben wir hier einmal Peach-Mango-Geschmack, also Pfirsich-Mango-Geschmack. Ja, Heust MGH. So, MGH wird wahrscheinlich für Military Grade Hydration stehen. Und mit Elektrolyten sozusagen versetzt. So, wir sollen 2,5 Gallonen Wasser hinzufügen. Ich habe jetzt auch mal ein kleines glaskaltes Wasser, das rechne ich dann gleich runter für euch mit. Ja, 2,5 Gallonen, ich hatte es schon x-mal erklärt. Eine Gallone, könnt ihr euch merken, sind ungefähr 4 Liter. Da muss man unterscheiden zwischen britischer Gallone, also der imperialen Gallone, und der amerikanischen Gallone. Und die amerikanischen müssen, glaube ich, 3,78 Liter pro Gallone sein und bei der britischen sind es 4, also sprich, wenn wir hier 2,5 haben, haben wir also ungefähr 10 Liter, knapp unter 10 Liter Getränk, die wir aus diesem kleinen Tütchen hier rausholen können. Ja, 560 Gramm wiegt der ganze Spaß. Haben wir noch was draufstehen? Ja, typisch US-Flagge. Da sind die Amerikaner sind ein bisschen mehr nationalstolz wie wir. Und ja, also sozusagen proudly made in the USA, also mit Freude in den USA hergestellt. Und da haben wir auch nochmal den Produzenten mit drauf. Jo, 50 Kalorien pro Portion wahrscheinlich, genau. Er gibt 40 Portionen. Jetzt habe ich gesagt, gerade 10 Liter durch 40 wären also 250 Milliliter. Ja, das kommt schon ungefähr hin. Na, das würde passen. Jo, und hier unten haben wir nochmal die Zutaten, die will ich euch gar nicht vorlesen, da kriege ich schon wieder einen Anfall, wenn ich die Namen hier lese. Lassen wir das lieber. Ja, ich muss sagen, hier oben ist ein kleines Löchel drin, das ist mir aber gerade eben erst passiert, also hier sollte jetzt kein Schaden drin in irgendeiner Form passiert sein, beziehungsweise hat das keinen Einfluss auf das, was jetzt an Pulver drin ist. So, dann nehmen wir mal eine Schere zum Aufmachen. Wir werden hier einfach mal Stück für Stück hier ein bisschen was reinmachen. So, kaltes Wasser habe ich schon frisch aus dem Kühlschrank. Mal gucken, ob es mit kaltem Wasser geht. Denn das ist halt so bullig hier, dass ich das wirklich, also ja. Wie gesagt, sonst hätte ich euch einen Kaffee vorgestellt. Wir können ja erstmal schauen, ob das Pulver von. Ne, ich schneide das mal ganz auf. Ich muss dann sowieso schauen, dass ich das mir irgendwie zubereite. So, gucken wir es uns mal an. Ja, ziemlich weiß. Und die Farbe drauf. Riecht aber schon echt geil, muss ich sagen. Riecht wirklich nach Mango. Ja, würde ich es sofort rausriechen. Pfirsich. Ja gut, wenn man es weiß, riecht man es raus. Hm? Hat nicht so einen ekelhaften Beigeruch, wie wir sonst oft in diesen Energy-Getrinks haben. So, machen wir mal hier was rein. So, jetzt kann ich mir theoretisch ausrechnen. 560 durch 40. Oh Gott, jetzt muss ich live für euch Kopf rechnen. Sind wir also bei 13 und 5, glaube ich, ja, Gramm. Naja, gut, okay. Machen wir hier ein bisschen mal was rein und dann werden wir einfach mal testen, ob das schon die richtige Mischung ist. So. Also von der Farbe her, ist irgendwie ein bisschen milchig. Ja. Geruchlich, okay. Riecht irgendwie noch fast nichts mehr. Ja, so ein ganz leichter Pfirsichgeruch ist noch in der Luft. Aber riecht deutlich weniger wie in Pulverform. Probieren wir mal. Okay, das ist lecker. Das schmeckt richtig angenehm. Ah, ich sehe gerade, hier unten liegt es jetzt langsam. Also kann man auf alle Fälle trinken. Pfirsich, Mango. Also den Pfirsich schmecke ich ein bisschen raus, Mango, würde ich jetzt, also wenn man es weiß, schmeckt man es auch raus, wenn man es jetzt nicht wissen würde, würde man sagen, okay, das ist Tutti Frutti. Aber es ist wirklich lecker. Kann ich nicht meckern, da habe ich deutlich Schlimmeres schon gehabt. So, dann gucken wir mal, was wir uns zum Mittag machen. Jo, nach der Flüssignahrung gerade geht es jetzt weiter mit fester Nahrung. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal Kekse geöffnet habe über die Gruppenration. Also auf alle Fälle hatte ich diese Blaubeertaschen. Ja, das hatte ich schon mal gehabt. Aber wir haben jetzt diesmal hier Kekse. Ja,
Übersetzer brauchen wir nicht. In Englischen bin ich mächtig. Wir haben einmal hier Cookie, Chocolate Crunchy Peanut Butter with Chocolate Chips. Also sprich Kekse mit sozusagen Schokoladenchips und ja, Crunchy Peanut Butter, also mit Erdnussbutter, beziehungsweise Erdnussbutterstückchen sozusagen. Also Stücke Erdnussbutter, so rum. Ja, wäre es genau ausgedrückt. Ja, ich lasse mich überraschen. 100.000 Zutaten hier drin. Wer die gerne alle durchlesen kann, viel Spaß. Ich lese mir bewusst nicht durch, sonst habe ich, glaube ich, kein Interesse mehr zu kosten. Jo, hier sind 27 Kekse drin. Wir hatten ja sonst immer so Größen, wo 9 Stück drin waren oder 18 Stück. Jetzt haben wir 27. Das heißt also, es wird für 9 Mann wahrscheinlich gedacht sein und jeder bekommt 3 Kekse. Das wäre zumindest logisch. Jo, es ist wieder in San Antonio in Texas hergestellt worden. Und hier oben haben wir noch die Sachen. Die Nährwerte, ein Keks hat 190 Kalorien. Das ist natürlich ordentlich, wenn wir hier 27 Stück drin haben und ja, knapp über ein Kilo, was hier drin ist. Ja, es ist wieder in so einer festen Plastikschale, so drücke ich es mal aus, mit einer Folie. Die ist eigentlich ziemlich stabil, muss ich sagen. Finde ich nicht schlecht. Nachteil, wenn ich es einmal geöffnet habe, ja, kann ich es nicht wieder verschließen. So, Messerchen, machen wir das mal vorsichtig auf. Ja, was erwarte ich hier? Halt eben die typischen amerikanischen Cookies, die man mittlerweile überall auch zu kaufen bekommt. Das ist ja mittlerweile keine Seltenheit mehr bei uns hier. Von daher, geruchlich riecht es schon mal richtig geil. Kommt ein absolut leckerer Gebäckgeruch entgegen. Zack, einmal so. Ja. Ja. Also riechen tut es richtig genial, wie wenn er jetzt, ja, ich will keine Werbung machen, aber bei Subway oder so einen Keks mitnimmt. Ja, so sehen sie aus. 3 Stück immer übereinander. Ja, typisch halt wie diese amerikanischen Cookies, wie man sie eben kennt. Oh ja, die riechen richtig genial nach wohl Erdnuss. Würde ich gar nicht so durchriechen. So, probieren wir. Ist natürlich ein bisschen trockener als die Cookies, die so zu kaufen gibt, die so schön weich sind. Ich liebe das, wenn die so weich sind. Die sind halt eben so eher so die bisschen so in die Anführungszeichen deutsche Keksrichtung, etwas fester. Aber wir haben jetzt hier so Karamellstückchen mit drin, beziehungsweise das könnte auch die Erdnussbutter sein, die Schokostückchen mit drin. Coole Geschichte auf alle Fälle. Ja, die werde ich schön verteilen. Geile Sache. Aber. Also irgendwie so eine Beinote, die ich komisch finde. Die kann ich euch aber gar nicht so wirklich beschreiben. Ob das die Konservierungsstoffe sind. Das hat irgendwie noch so einen Beigeschmack. Kann ich euch aber nicht beschreiben. Wenn der nicht dabei wäre, wäre das eine 1. So ist nur eine 2. Nee, gute Frage. Kann ich euch nicht beschreiben, was das sein soll. Aber kann man auf alle Fälle essen. Ja, die werde ich dann schön verteilen und dann schauen wir mal, was ich als drittes für diese Runde öffne. Ja, Leute, kurze Ergänzung. Ich gerade hier schön weiter esse natürlich dann mit Keksel. Es könnte auch die Erdnussbutter sein, was diesen Beigeschmack hier so bringt. Denn irgendwie vermisse ich die hier drin geschmacklich. Das soll es wahrscheinlich sein. Gute Frage, wer es weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Jo, und jetzt sind wir beim dritten. Ja, kommen wir zum letzten Teil des heutigen Tages oder der heutigen Runde, so drücke ich es mal aus. Es soll mal wieder einen Kuchen geben. Ich habe gerade Bock drauf und ja, den Rest kriegen dann die Kollegen oder die Familie, mal schauen. Und zwar, wir haben hier einen Karottenkuchen mit, ja, White Icing ist im Prinzip so ein weißer Zuckerguss. Den haben wir in einer extra Verpackung hier oben, dass der sozusagen nicht in irgendeiner Form schlecht wird. Das sehe ich aber gerade, hier ist ein Loch drin. Ist täuscht, das ist ein bisschen Schmutz. Ja, es ist wieder für 18 Personen gedacht. Das sehen wir hier. Hier haben wir es stehen. Serving per Container 18. Ja, ich erwarte hier eigentlich ziemlich viel, weil die Kuchen von der US Army eigentlich immer richtig genial schmecken. Karottenkuchen liebe ich sowieso. Klar, zwischen einem frisch gebackenen Kuchen. Und das ist natürlich noch ein riesengroßer Unterschied. Logisch. Aber es ist ja auch fürs Militär gedacht und nicht, ja, für den heimischen Backofen, so drücke ich es mal aus. So, wir nehmen uns mal ein Messerchen. Beziehungsweise wir machen erstmal hier oben das ab. Ob wir auch das, was dran steht, auch wirklich drunter haben. Ja, im Hintergrund vergnügt sich gerade einmal noch mit der Kettensäge. Ich hoffe, das hört man nicht so extrem laut. So, ja, passt.
Und auch hier haben wir wieder stehen für 18 Personen und das soll sozusagen in drei Reihen mit sechs Stückchen dann geschnitten werden. Ja, kommt wieder aus San Antonio, Texas. Das war auch bei den anderen Geschichten so. Das scheint wohl ein riesengroßer Produzent zu sein, der das halt für die US Army macht. So, schneiden wir das Ganze mal vorsichtig auf hier. Ja, zack. Ups. Und hier, okay, wie Karottenbohnen sieht es auf dem ersten Mal nicht aus. Da erwartet man irgendwie irgendwas Oranges. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um den Geschmack. Und vielleicht sind ja auch Karottenstückchen drin. Ich hoffe es. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob ich eine Aufrisskante. Nein. Ich glaube, das war eine ziemliche Matscherei mit diesem Icing immer. Das ließ sich ziemlich bescheiden machen, um das mal freundlich auszudrücken. Boah, das lässt sich auch gar nicht schneiden. Das ist ich hole mal eine Schere. Ein einziges Gereise hier. Aber ich weiß gar nicht, ach, da gab es ja diesen Red Velvet Cake noch, den wir schon mal hatten. Da war das auf alle Fälle auch dazu, dieser Zuckerguss hier. So, machen wir das hier vorsichtig drauf. Ja, Leute, mal kurz einen Cut, das Ganze fertig gemacht. Das war nämlich eine ganz schöne Matsche und Quetscherei hier. Ja, im Hintergrund verknüpft sich einer gerade mit der Kettensäge. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht so laut hier auf der Kamera. Ja, schneiden wir das Ganze mal an. Wir sollen es ja, wie gesagt, in drei Reihen schneiden und 18 Stücke sozusagen draus machen. Das machen wir jetzt mal grob. Von daher, jo, dann probieren wir einfach mal ein Stückchen. Und dann haben wir gesagt, 6, ja, da wird schon schwierig hier. 1, 2, 3, 4, naja, fast. Die letzten kriegen dann kleinere Stückchen. Gut, so, da fangen wir gleich mal so ein kleines Stückchen an. So viel Hunger habe ich jetzt nämlich eigentlich gar nicht. Oh. Na, nehmen wir hier mal ein kleines raus. Jupp. Zack. Ja, jetzt sehen wir hier drinnen, das scheint die Karotte zu sein hier. Könnte sein. Ja, hier sehen wir es eindeutig. Hier, das ist eine Karotte. Ja, hier haben wir Karottenstückchen drin. Ja, sieht nicht schlecht aus. Probieren wir. Sind sogar noch relativ fest, die Karottenstücken. Okay. Nicht schlecht. Aber ich muss trotzdem sagen, ich habe jetzt mehr erwartet. Muss ich ehrlich sagen, da fand ich diesen rote Beetekuchen lecker. Aber, naja. Ja, schreibt wie immer eure Meinung gerne in die Kommentare. Lasst mir auch gerne ein Abo und Daumen nach oben da, um den Kanal weiter zu unterstützen. Jo, dann sehen wir uns bei der nächsten Runde wieder.